Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Heute in diesem Evangelium geht es um Feuer. Feuer hat viel Kraft, Feuer gibt Licht, Feuer gibt Wärme, Feuer reinigt das Gold. Der heilige Apostel Paulus hat gesagt, alles muss durch das Feuer geprüft werden. Und Johannes der Täufer hat gesagt, nach mir kommt einer, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit Feuer und mit Heiligem Geist. Und heute sagt Jesus, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und sein Feuer ist nicht ein zerstörendes Feuer. Sein Feuer ist das Feuer der Liebe Gottes, das uns die Wärme seiner Liebe schenken möchte, das es aber auch reinigt, so wie Gold gereinigt wird. Es ist ein Feuer, das uns brennen lässt von Liebe und auch von Eifer für Jesus, für das Reich Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, und Jesus sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden. Und wie sehr wünsche ich, dass sie vollzogen wäre. Und er spricht dann vom Kreuz, von seinem Sterben am Kreuz. So sehr verzehrt ihn die Liebe zu Gott, dem Vater, aber auch die Liebe zu uns Menschen, dass er selbst mit diesem Feuer getauft wird, um auch uns Anteil zu geben am Feuer seiner göttlichen Liebe. Auf die Fürsprache Mariens möge der Herr uns mit seiner Liebe beschenken und neu entflammen mit seiner Liebe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.